Okay, dann haben wir zumindest mal so einen besseren Hatchet. Habt ihr das gehört? Was war das? Das war super creepy. Hallo und willkommen zurück zu Survival mit Neiches hier in Ark Hunted. Ich habe uns hier mal ein besonders garstiges Exemplar mitgebracht von diesen Onyx. Das können wir jetzt einmal häuten. Ich habe auch festgestellt, dass das total viel Zeug an Bord hat. Ich weiß nicht, wo es das alles her hat. Also von uns nicht. Da ist so eine Mütze zum Beispiel dabei. Das ist ziemlich cool. Und das hält sich jetzt auch noch ein paar Stunden. Also wir haben ein bisschen Zeit. Wir nehmen das jetzt mal mit in unsere Höhle. Und da wird es dann fachmännisch zerlegt. So. Wir brauchen unbedingt mehr Licht hier drin, ne? Wir können mal das Lagerfeuer anmachen. So. Und unser Fleisch braten. Das wird auch immer super schnell schlecht, leider. Und der hier wird jetzt einfach zerlegt. Der hat ein bisschen Fleisch für uns und ganz wenig Hide leider nur. Das heißt, wir brauchen mal dringend bessere Tools, dass wir so ein bisschen mehr Hide an den Start bekommen. Und uns die wichtigsten Sachen dann herstellen können. Fleisch steckt ja jetzt bis 50. Na, das ist schon mal super gut. Wir können direkt mal so ein Steak essen. Und gucken, wie schnell das hier die... Oh, ist das gut. Das bringt total viel. Mega. Das ist super. Also wir sollten auf jeden Fall Fleisch essen, weil mit Beeren passiert nicht allzu viel. Was super gut ist und ich absolut empfehlen kann, sind diese Stimberries. Wir haben ja 120 Stamina. Das dauert irgendwie von 0 auf 120. Dauert das bestimmt eine Minute hochzurecken, wenn nicht noch länger. Und diese Stimberries beschleunigen das ganz enorm. Davon kriegt man aber Durst. Also aufpassen, dass ihr genug Wasser dabei habt. Okay. Und dann packen wir mal die Mütze vielleicht hier mit rein. Und die ganzen Beeren packen wir wieder in die Bärenkiste. Wir haben immer noch keine Feeding Trough. Das ist auch noch so ein Plan für heute. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen auf Stein rumhauen, dass wir hoffentlich so ein bisschen Metall an den Start kriegen. Wir haben noch überhaupt kein Metall gefunden, ne? Das ist echt brutal. Gehen wir ein bisschen in Movement Speed. So. Ja, in der Höhle regnet es auch so ein bisschen. Also wenn wir Wasser brauchen, haben wir das auch hier in der Höhle. Das ist ganz cool. Und Anton hat jetzt auch normale Statistiken, also falls ihr euch da gewundert habt, was der für verrückte Statistiken hatte, da hat auch was mit den Einstellungen nicht so ganz gepasst. Die habe ich auch alle mal angepasst und ich glaube, jetzt sind die Einstellungen ganz gut so, wie sie sein sollten. Der kann direkt noch ein paar Punkte hier vertragen in Hitpoints. Der ist jetzt Level 11 und mit dem könnten wir jetzt dann zum Beispiel Metall holen gehen, ne? Falls es hier irgendwo Metall in der Gegend gibt, was ich ja bezweifle. Vielleicht in der Höhle, irgendwo tief drin. Aber das ist wahrscheinlich noch gefährlicher als hier draußen. Also ich denke, ein Metall. Wir nehmen einfach mal so ein paar Steine auseinander hier. Für unsere ersten Metallteile. Und dann schauen wir mal, dass wir uns... Wo ist denn das Beino? Ist hier noch irgendwas Gefährliches? Also es gibt unglaublich viele Onyx da unten. Also im Norden ist es, ne? Da oben fliegt schon wieder einer. Der ganze Strand da ist voll mit Onyx. Da haben wir auf jeden Fall genug Leder, wenn wir welches brauchen. Wie wir die besiegen können, wissen wir ja jetzt. Und zum Heilen und so gibt es hier alle möglichen Items. Zum Beispiel diese Maggot Bandages. Die sollten wir uns mal herstellen. Charcoal haben wir ja auch schon. Die werden wir auf jeden Fall mal testen. Und für dieses Nest, in dem wir die Eier dann ausbrüten können, brauchen wir Federn. Und ich weiß nicht genau, wo wir Federn herbekommen. Wahrscheinlich von den Enten oder so, ne? Also wir sollten mal versuchen, so eine Ente zu jagen. So der Plan. Für einen Moment nehme ich jetzt, glaube ich, einfach mal so ein paar ganz normale Steine hier auseinander. Am besten sind ja Flusskiesel. Aber ich glaube, Flusskiesel haben wir hier nicht. Die sehen auch alle ziemlich normal aus hier. Da ist ein Lachs. Bisschen auf Haie aufpassen. Das ist Stein. Flint. Ja, also die hier bringen kein Metall. Die Flusskiesel, das sind diese kleinen, runden, glänzenden Steine. Die gibt es aber nicht im Meer, sondern wirklich nur in Flüssen. Oh, das ist Beino. Okay, gehen wir mal ein Stück zurück und ernten direkt bei uns vor der Haustür. Das Zeug ist ja auch ziemlich schwer, dann müssen wir das nicht so weit tragen. Was auch ganz praktisch ist, ist, dass wir hier Stein direkt in der Basis praktisch haben. Hier liegen so Steinhaufen und die geben auch ganz gut Metall. Also die sind fast so gut wie Flusskiesel, glaube ich. Schaut euch das an.
4 Stück. Das ist schon eine ganz gute Ausbeute. Ja, den habe ich immer noch nicht fertig, den Onyx. Da müssen wir noch weitermachen. Wir müssen erstmal so ein bisschen was ausladen. Ich habe schon ziemlich viel Stein gesammelt. Und wir haben jetzt 13 Metall. Ich tue die mal hier mit rein. Bei den Engrams wird es auch richtig interessant jetzt langsam. Wir haben hier jetzt noch die Chitin-Sachen. Keratin-Pick, Chitin-Hatchet gelernt. Dann können wir natürlich mal den Bogen lernen. Das ist sicher nicht verkehrt. Dann müssen wir keine Speere werfen, auch wenn ich die so richtig cool finde, ehrlich gesagt. Ich habe immer einen Riesenspaß mit den Speeren. Die sind aber ziemlich schwer. Leider. Dann gibt es hier den ersten Sattel. Das funktioniert auch so ein bisschen anders. Wir können Dinos, glaube ich, gar nicht normal satteln. Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob das was gebracht hätte, wenn wir den Parasaurus-Sattel gelernt hätten. Ich glaube, wir brauchen so einen Basic-Sattel für alle kleinen Pflanzenfresser. Basic Saddle for Relatively Passive Creature. Also, es gibt dann wohl unterschiedliche Satteltypen für unterschiedliche Dino-Typen. Und so kleinere, harmlosere Dinos nehmen dann wahrscheinlich so einen Basic-Sattel. Dafür braucht man aber einen Reactive oder Reactivated Zeta Implant. Was auch immer das ist. Das müssen wir uns erst organisieren. Also, die Dinos, die gehorchen uns normalerweise nicht so richtig und wir können die nicht einfach so reiten. Wir brauchen da so ein Zeta Implant, damit wir die Dinos aus dem Sattel gescheit steuern können. Und dafür brauchen wir auch dieses Saddle Crafting Kit, nehme ich mal an. Das stellen wir uns dann auch noch her. Okay. Und dann könnten wir mal Foundations lernen, das habe ich schon gemacht. Was gibt's denn noch? Wir brauchen ein paar Säulen, Rampen. Wir müssen so ein bisschen aufpassen, weil wir haben nicht super viele Engram Points. Oh, Treppen. Wir brauchen Wooden Spike Walls. Die sind wichtig für unsere Höhlendefense hier, dass wir uns gut verteidigen können. Rimas Power, was ist das denn? Okay, Spark Powder und Grinded Longgrass Seeds in dem Mortar und Pestel. Was bringt das? Das müssen wir uns anschauen. Keratin Speer. Also ich denke, wir upgraden auch jetzt mal unser gesamtes Equipment so ein bisschen. Wir können auch Cementing Paste jetzt herstellen, schön langsam. Und Ledersachen. So viel Leder haben wir noch gar nicht. Da müssen wir den Onyx erstmal so ein bisschen prügeln. Schauen wir mal, ob wir uns die neuen Waffen herstellen können. Das ist... Genau. Dafür brauchen wir aber Keratin. Sowas haben wir, glaube ich, nicht. Wir haben Chitin. Reicht es? Mal schauen. Chitin reicht nicht. Wir könnten uns... Wir brauchen für die Sachen allgemein Chitin. Oder Keratin, kein Chitin. Wir könnten uns das Ding herstellen, hä? Chitin Hatchet. Das machen wir mal direkt. Ich denke mal, der ist ein bisschen besser als der normale. Der ist eh schon durch. Den schmeißen wir mal raus. Okay. Dann haben wir zumindest mal so einen besseren Hatchet. Habt ihr das gehört? Was war das? Das war super creepy. Das war mega creepy. What? Auf jeden Fall ist jetzt Nacht. Ich glaube, wir gehen wieder in die Höhle. Ich habe Angst da draußen. Anton? Ich hoffe, Anton hat alleine keine Angst. Gut, ich werde noch ein bisschen den Onyx prügeln. Mal gucken, ob die Waffe hier besser ist. Ja, die ist auf jeden Fall besser. Das ist unglaublich, was da alles rauskommt. Jetzt kommt gute Abendmusik. Ein guter Abendsteak ist auch immer lecker. Und dann könnten wir uns so eine Schleuder herstellen. Ich glaube aber, die bringt nichts, weil das, glaube ich, nichts bringt, Dinos zu betäuben. Wir können das aber mal bei Gelegenheit ausprobieren eigentlich. Irgendwen mal schlafen legen. Okay, und die nächste... Sache, wo wir auf jeden Fall jetzt ran müssen, ist, dass wir uns so eine Refining Forge hinstellen, dass wir Metall schmelzen können. Ich nehme mal das Metall wieder mit. Und was brauchen wir denn für so eine Refining Forge? Wir brauchen Hide und mehr Stein. Okay, wir brauchen mehr Hide. Wir brauchen viel mehr Hide. Das heißt, ich muss nochmal los Onyx jagen. Nachts, ist das eine gute Idee? Ich weiß nicht. Wir werden sehen. Lassen wir mal so ein paar schwere Sachen hier. Das Fleisch wird so schnell schlecht. Und die Schleuder packen wir mal in die Leiste. Gut. Ich bin komplett überladen.
Lassen wir mal so ein paar Beeren noch hier oder was. Was habe ich denn dabei, was so schwer ist? Metall. Und ein bisschen Flint. Oh oh, wir haben ein bisschen Holz dabei. Lassen wir mal das Holz auch hier. Und wir brauchen ja auch noch Speere. Oder ich baue mir einen Bogen. Ich glaube, ich baue mir jetzt einen Bogen. Wir müssen einen Bogen nutzen, weil die Speere zu schwer sind. Und das ist ein echtes Problem gerade. Weil ich einfach zu wenig Gewicht dafür habe. Die Holzkohle steckt ja leider nicht. Das heißt, wir müssen die immer so einsammeln. Das ist ein bisschen uncool. Aber okay, wir brauchen mehr Holz. Gib mal ein bisschen Holz her. Bogen. Und dann brauchen wir... Wir brauchen Federn für Pfeile. Das wird alles ein bisschen komplizierter, als ich mir das eigentlich vorgestellt hatte, ehrlich gesagt. Eine Box. Fehlt uns wieder Holz. Okay. Ja, ich mach mal so ein bisschen weiter. Ich muss erstmal Gewicht loswerden und dann brauchen wir Onyx. Jede Menge Onyx. Oh, ich bin vergiftet. Der Onyx hat mich vergiftet. Was ist das denn? Mega Rabies. Oh nein. Das ist nicht so gut. Das waren 116er. Das waren zwei Onyx und der eine hat mich sofort vergiftet. Respawn. Ja, was soll ich sagen? Wir hatten Tollwut und ich habe nicht besonders lange überlebt mit Tollwut. Und es ist dunkel und ich sehe nicht viel. Wo sind wir? Oh, wir sind hinter den Onyx. Wir sind jetzt... Die Onyx sind zwischen uns und unserer Basis. Wir stellen uns jetzt einfach ein paar Speere her. Da fliegt irgendein Vogel. Oh, das ist so ein Anglervogel. Bin ich die, ne? Der wird mir wahrscheinlich gleich wieder meine Speere klauen. Das sind zwei oder noch mehr. Das sind mindestens drei, ne? Das geht schon wieder gut los. Mir ist jetzt kalt, weil wir keine Rüstung haben. Dachte schon, da wäre ein Dillo. Es gibt erstaunlich wenige Dillos. Ne? Ist euch das schon mal aufgefallen? Oh, wir sind ein ganzes Stück weiter im Norden. Da vorne sind die Sümpfe. Dieses Blaue hier rum und um uns rum, das ist der Respawn-Buff. Nein! Ich will nicht gefressen werden. Was macht der? Nie. Keine Ahnung, was der macht. Hauptsache, er frisst nicht mich, sondern irgendwen anders. Der Baryonyx. Wir brauchen Speere. Das ist das Wichtigste. Und ja, wir bräuchten so die Basic Tools, ne, um überhaupt Holz zu sammeln. Flint und Wood. Okay, wir brauchen erstmal Wood für das Ding und wir brauchen Stein. Okay. Heieiei. Da geht's schon wieder los. Und wir können ja mal so eine Weste und eine Hose herstellen. Das kostet ja nicht viel. Dass wir zumindest ja, so ein bisschen Startzeugs haben. Oh je, wie sieht's denn hier wieder aus? Und dann müssen wir zurück zur Basis. Zu Anton. Mitten in der Nacht. Tollwut. Das war aber keine normale Tollwut, sondern Mega-Tollwut, ne? Was auch immer das dann genau ist. So. Dann stellen wir uns das Ding her, sobald wir genug Wood und Thatch haben. Reicht das schon? Jawohl. Jetzt haben wir leider nicht das abgegradete Teil. Jetzt haben wir wieder ein bisschen downgegradet. Aber Hauptsache wir leben wieder und können uns jetzt hoffentlich so ein paar Speere herstellen. Zwei Stück. Dann fehlt mir wahrscheinlich wieder Fiber, ne? Eieiei. Wir gehen wieder los. Wir müssen die besiegen, weil die sind bei uns in der Nähe von Anton. Die könnten Anton gefährlich werden. Das ist nicht so cool. Und wir brauchen ja Leder. Und dann können wir uns eigentlich auch mit den Ichtis anlegen. Die mag ich eh nicht so gerne. Dann versuchen wir mal so ein paar Ichtis zu zerlegen. So. Und schnappen uns deren Leder. Das wäre eigentlich eine ganz coole Geschichte, denke ich. So, wir haben jetzt 7 Speere. Wir brauchen immer noch mehr Speere. Oh, da ist aber der Onyx-Strand zwischen uns, ne? Für Speere brauchen wir mehr Flint, okay. Flint können wir uns holen. Also wir sind jetzt ein ganzes Stück weit weg gespawnt. So war eigentlich nicht der Plan.
Ein Speer. Wir brauchen mehr Wood. Knock on wood. So, ich sprinte schon wieder viel zu viel. Das ist so Gewohnheit. Ich sehe überhaupt gar nichts. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Geht die Sonne? Ich glaube, die Sonne geht bald wieder auf. Oder das Meer brennt. Hä? Das ist komisch. Mal gucken, wie lange es noch dauert. Wir haben eine Uhr, ne? Mitternacht. Das ist nicht die Sonne, das ist irgendwas anderes da draußen. Da ist ein Onyx. Der ist auch schon wieder on Tour. Au! Hat der mich... Der hat mich gesehen. Auf die Entfernung? Wir sprinten jetzt einfach nach Hause. Oh! Was war das? Es hat gefaucht. Ich glaube, das war ein Raptor. Da ist noch einer. Ich bin nicht so schnell wie ein Raptor. Da ist was Großes. Ich glaube, das war ein Allo. Was zum Teufel läuft hier rum? Wieso sind hier Allos? Nein! Onyx! Lass mich durch. Noch ein Onyx. Ich glaube, die fressen sich jetzt gegenseitig. Die mögen sich nicht. Wieso lebe ich noch? Wieso lebe ich überhaupt noch? Was ist hier los? Okay, also die Spawn-Zones sind komplett anders. Da sind Onyx hinter uns. Die fressen mich jetzt. Ich weiß gar nicht, ich sollte sie eigentlich gar nicht in die Richtung hier locken. Aber okay, wir versuchen jetzt trotzdem einfach nochmal zu entkommen. Vielleicht geht's ja noch. Aber wir haben kein Stamina mehr und wir regenerieren kaum Stamina, während wir uns bewegen. Seht ihr was? Ein Onyx ist noch hinter uns. Einen würden wir sogar schaffen. Aber das sind noch mehr als einer. Patchy Rhinos, oder? Nee. Das sind so stachelige. Lass mich. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Nein. Oh je. Okay. Jetzt können wir wieder neu spawnen. Mal gucken, wo wir jetzt spawnen. Wir sind hier irgendwo gespawnt. Unterhalb von den Sümpfen. Das hier sind die Sümpfe. Da ist irgendwo, in dem Bereich müsste irgendwo der Obelisk sein, den wir gesehen haben. Respawn. Nachts. Nachts sollte man gar nicht vor die Tür gehen. Ich habe eine Schlange gehört. Also wir haben jetzt schon Allo getroffen, ein Kano. Wir sind wieder hier gespawnt. Das ist eine Titanboa. Die. Okay. Wir ändern jetzt unseren Plan. Wir gehen unten am Strand entlang. Und hoffen, dass wir da kein Allo treffen. Weil ein Allo ist ein echtes Problem. Ich weiß gar nicht, wie wir den Biss überhaupt überlebt haben. Aber wir haben jetzt ein bisschen mehr Hitpoints inzwischen, ne? Vielleicht deswegen. So. Und eigentlich brauchen wir auch gar nicht groß kämpfen. Das macht gar keinen Sinn. Das funktioniert eh nicht. Oh, der Mond ist so riesig da hinter dem Wald. Super schön, auch wenn man praktisch nichts sieht. Außer den ganzen Lichtsäulen, da wo ich überall gestorben bin. Okay, wir sind jetzt bald wieder zu Hause. Ich bin noch einige Male gestorben, aber wir sind jetzt in der Nähe von unserer Höhle. Da vorne liegen unsere gesamten Ausrüstungssachen mit den beiden Onyx, ne? Der Tollwut-Onyx müsste hier irgendwo sein. Und wenn der kommt, dann sehe ich ihn auch nicht. Ich sehe nämlich gar nichts. Ich hoffe, ihr seht so ein bisschen was. Ich werde das Gamma so ein bisschen hochdrehen für euch. Ich sehe nämlich tatsächlich überhaupt nichts. Wir haben jetzt 2.22 Uhr. Da ist so ein Petri unterwegs. Das habe ich noch gesehen. Aber der ist auch am Himmel unterwegs. Da sieht man das so ein bisschen besser. Ich glaube fast, dass unsere Sachen schon... Oh, da kommen sie. Nee, die werden mich aufgefressen haben, oder? Und... Ach so. Das Licht verschwindet ja immer, wenn man mehrmals stirbt. Das heißt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo unser Zeug liegt. Wir müssen den nächsten Morgen abwarten und dann unsere Sachen suchen. Die müssten hier ungefähr liegen.
Den Onyx werde ich jetzt hoffentlich hier am Berg abhängen. Und dann verdrücken wir uns jetzt für einen Moment erstmal in unsere Höhle. Ich würde den Loot noch gern mitnehmen. Vielleicht ist da was Praktisches drin. Oh. Ich glaube, wir haben so ein Implant bekommen. Anton, lass mich mal in die Höhle. Okay. Kein Onyx. Ich weiß nicht, ob Anton den schon schafft, aber theoretisch könnte er den schon schaffen, ne? Wir haben eben was Cooles bekommen, und zwar so ein Epsilon Implant. Das ist aber deaktiviert. Und das ist auf Menschen programmiert. Okay. Die Kraft dieses Cores, dieses Epsilon Cores, das ist ein Implantat. Also das ist irgendwie beschädigt. Und wir müssen das reparieren. Aber wie genau, wissen wir noch nicht. Dann könnten wir das wieder aktivieren und irgendwie auf bestimmte Kreaturen programmieren, oder wie? Man kann das dann mit Tieren verbinden und so direkt die Tiere steuern. Durch deren Nervensystem. Das klingt ziemlich creepy. Aber das ist genau das, was wir brauchen, um Tiere, also um Tiere zu satteln und dann direkt zu steuern hier in The Hunted. Okay, das nehmen wir mal alles raus. Das können wir auch mal rausnehmen. Dann packen wir da das Holz rein, machen das an. Dann sehen wir nämlich wieder ein bisschen was. Dann kann ich ja so lang eigentlich mal hier Stein abbauen, ne? Wir haben eh kein besseres Tool im Moment. Das heißt, ich werde einfach mal ein bisschen Stein abbauen. Natürlich das ganze Zeug rauswerfen, was wir nicht brauchen. Das mal als allererstes. Ich glaube, unsere Sachen bleiben noch ein bisschen liegen. Also wir können den nächsten Morgen abwarten. Und dann unsere Sachen retten und die Onyx bestrafen. Die werden dafür gehäutet, dass sie mich gekillt haben. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Und dann werden die hier in eine Refining Forge verarbeitet oder irgend sowas in der Art. Unsere Tasche! Oder? Jawohl, das ist sie. Super gut. Wir haben unsere Tasche zurück, aber leider werde ich schon wieder verfolgt. Den zerlegen wir jetzt. Hoffe ich. Ich habe keine Rüstung an. Wir müssen wirklich vorsichtig sein. Die Rüstung ist noch im Inventar. Okay, haut ab. Erstmal Rüstung anlegen. Die ist schon ein bisschen durch, ne? Aber okay. Wir haben noch zwei Speere. Wir brauchen Wood für Speere. Okay, jetzt kommt das schon wieder. Ich bin noch nicht bereit. Oh, das war daneben. Wir brauchen Wood. Mehr Wood. Okay. Und jetzt brauchen wir einen Speer, ne? Go, go. Wo ist er? Da hinten. Lass mich. Du hast eh keine Chance. Okay, er fliegt gerade wieder. Eieiei. Das ist ein bisschen gefährlich alles. Jetzt haben wir aber genug Speere. Jetzt sollten wir ihn zerlegen können, wenn er wiederkommt. Puh. Und wir haben, glaube ich, auch einen gescheiten Hatchet, ne? Ich habe jetzt wieder den ausgepackt. Mal die Palme weg, da stolper ich eh immer drüber. Oh, er kommt wieder. Irgendwie ist es jetzt wieder ziemlich dunkel geworden. Durch das Regen. So. Okay. Durch den Regen. Den nehmen wir wieder mit nach Hause. Aber der ist schon wieder zu schwer. Den müssen wir mit nach Hause nehmen, weil das ewig dauert, den zu ernten, glaube ich. Das Ding nehmen wir mal wieder. Dann können wir das wegschmeißen und das auch. Puh. Wir haben auch schon wieder zwei Levels. Ich war jetzt ziemlich lange unterwegs. Wir stecken jetzt, glaube ich, mal wieder in Hitpoints, weil wir echt so schnell sterben. Vielleicht ein Punkt hier in Fortitude, weil mir auch immer so kalt ist. Jetzt mal gucken, wie schnell kann man den denn... Ah, ich kann eh nicht mehr laufen. Ich bin schon wieder überladen ohne Ende. Erstmal nach Hause. Dann holen wir den Onyx, häuten den
Und dann stellen wir uns auch direkt mal so eine Refining Forge her. Dann haben wir nämlich auf jeden Fall genug Haut. Wir haben auch aus dem Loot, glaube ich, ziemlich viel Haut bekommen. Also wir sollten jetzt schon einiges am Start haben. Guten Morgen erstmal. Könnt ihr mal mit anfassen? Das Viech ist nämlich echt schwer. Ich habe schon versucht, das abzuernten, aber das dauert so lange, dass ich es doch lieber zur Basis hier rübertrage. Weil das, glaube ich, das braucht irgendwie zwei Inventare voll. Das gibt ziemlich viel Fleisch und Fleisch ist super schwer. Und im Moment würde ich sagen, nehmen wir alles Fleisch mit, was wir kriegen können. Weil wir vielleicht auch schlechtes Fleisch brauchen und so weiter und so fort. Und da kommt auch zum Beispiel ziemlich viel schlechtes Fleisch direkt raus. Das ist ganz cool. Das können wir dann alles Anton geben. Jetzt ging es doch so schnell, ne? Na gut. Das können wir jetzt direkt mal Anton geben. Der passt so ein bisschen drauf auf, dass das nicht so schnell schlecht wird. Da hält sich das ein bisschen länger. Und Anton hat auch so ein paar Maggot Bandages. Also so Madenbandagen. Da sind irgendwie Maden drin und die fressen dann die Wunde sauber. Und so hat man das früher gemacht. Ich habe die noch nicht getestet, weil wenn mich irgendwas beißt, dann bin ich eh immer gleich tot. Aber wir können die jetzt auf jeden Fall herstellen und können die theoretisch auch mitnehmen. Aber bei mir halten die, glaube ich, nur eine halbe Stunde oder so. Und hier halten die irgendwie 2,5, also ist schon ein bisschen besser. Und wir sind bald bei 1000 Hitpoints, das ist auch gut. Ich traue mich immer noch nicht so wirklich raus, weil die Onyx sind schon alleine ziemlich böse. Und wir haben nur Speere, mit denen wir kämpfen können aktuell. Da gibt es also noch ziemlich viel zu tun. Wir gehen nochmal in Hitpoints, dass ich nicht ganz so schnell drauf gehe. Und dann würde ich sagen, legen wir mal mit den Refining Forges los. Wir sollten jetzt alle Ressourcen haben, die wir brauchen. Wir brauchen Stein, wir brauchen Leder. Dafür brauchen Flint, ne? Refining Forge, da ist das Ding. Wir brauchen Fiber und wir brauchen Wood. Fiber, das kann ich kaum noch bewegen. Und Wood, wie viel Wood brauchen wir denn? Das reicht. Bam, bam. Gut, dann können wir auch direkt mal so ein paar von diesen Spike Walls bauen. Die kosten halt 10 Leder, deswegen sind die so ein bisschen teuer für uns. Aber die sind super wichtig, wenn wir unseren Höhleneingang so verteidigen wollen. Wir brauchen eine Foundation, oder wie? Das ist doof. Die kosten ja auch wieder Holz. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal Holz holen. Hier haben wir noch ein bisschen Holz. Reicht das? Wahrscheinlich nicht. Einmal kurz raus Holz holen. Ja, und dann werde ich versuchen, das hier so ein bisschen zu sichern mit den Spikes. Das ist sicher eine gute Idee. Sicher ist immer gut. Foundation? 80 Wood. Geht's noch? Go, go. Mortar und Pestel können wir auch direkt herstellen. Da gibt's den tragbaren. Ich denke, der ist ein bisschen praktischer. Wir bauen uns jetzt erstmal den tragbaren und gucken, was der so kann. Und dann brauchen wir unbedingt Keratin, ne? Für die ganzen abgegradeten Waffen. Das haben wir auch noch nicht. Ich gehe jetzt nochmal in Movement Speed. So. Das ist, glaube ich, gut. Viel mehr dürfen wir dann wahrscheinlich nicht reinstecken, weil das einfach, wir brauchen die Punkte für andere Sachen. Da ist die Höhle. Ich bin schon zu schnell. Wir könnten mal so ein Steak essen. Voll lecker. Und dann stellen wir jetzt irgendwo unsere Refining Forge auf und starten sozusagen ins Metallzeitalter, ne? So ein bisschen. Wo stellen wir die denn hin? Die sehen so komisch aus, die Vanilla Foundations. Die hier hinterstellen? Das leuchtet auf jeden Fall dann ganz cool da hinten, ne? Da kommen wir überhaupt nicht hoch. Das heißt, wir brauchen da erstmal eine Rampe. Und für die Rampe brauchen wir wieder Holz. Ja, da muss ich dann noch Holz holen. Aber hier können wir jetzt mal unsere Refining Forge drauf parken. Macht gar nicht Sinn, das macht nicht viel Sinn, das hier hinten zu platzieren, weil wir müssen das ganze Stein ja hierher tragen, ne? Andererseits gibt es bestimmt viel Stein da unten in der Höhle. Und dann müssen wir nicht so weit laufen. Man weiß es nicht. Okay. Dann brauchen wir noch Holz und das Metall. Dann können wir theoretisch loslegen. Yes! Metall? Falsch. Hier gibt es Metall, oder? Ja. Ich denke, wir schmelzen direkt alles ein, oder? Nehmen wir mal so ein bisschen was auf. Für eine Feeding Trough oder so. Die müssten wir eigentlich langsam schon können, ne? Wir sind jetzt Level 30 sogar schon. Den Stein lassen wir mal hier. So. Okay. Auf geht's. Metallzeitalter. Gehen wir mal da runter, dass ich mir nicht die Füße verbrenne. Ja, dann haben wir die Forge jetzt stehen. Super gut.
Das sieht auch echt schön aus hier drin, ne? Also so eine Höhle ist schon schön. Vor allem nachts, wenn es draußen so dunkel ist. Jetzt geht man lieber raus an die Sonne, ne? Ist irgendwie doch schöner bei Anton. Und den Spino habe ich nicht mehr gesehen. Was mir mehr Sorgen macht, ist eigentlich das Allosaurus-Rudel. Vor dem habe ich echt so ein bisschen Angst. Die haben alles aufgefressen an dem Strand. Also von denen müssen wir uns in Acht nehmen. Ich glaube, die leben immer noch. Das waren, glaube ich, nur zwei. Wahrscheinlich ist da irgendwo noch ein dritter unterwegs, ne? Also heute war ein bisschen zäh. Das ist schon super gefährlich hier draußen. Man darf das nicht unterschätzen. Selbst so ein kleiner Onyx oder so nimmt uns sofort auseinander. So ein Raptor oder so ein Allo, da haben wir überhaupt gar keine Chance gegen. Obwohl wir jetzt auch Leder haben, das heißt, ich werde jetzt auch mal anfangen, so ein paar Bolas herzustellen. Die sind absolut OP. Die können uns das Leben retten. Die werden uns noch öfter das Leben retten, gehe ich von aus. Ja, und dann brauchen wir jetzt bald die Smithy, sobald wir Metall haben. Und dann sollte hier auch ein bisschen was vorangehen, hoffentlich. Ja, Survival, super hart. Aber wir haben letztendlich überlebt, auch wenn wir 5 oder 10 Mal gestorben sind. Wir haben jetzt zum Glück hier noch eine zweite Chance in Ark. Also, ja, ist wirklich gefährlich hier. Aber ich hatte einen Riesenspaß. Wir sind wieder ein bisschen weitergekommen und Anton ist auch wieder ein bisschen stärker geworden. Der braucht, glaube ich, ein bisschen Unterstützung und dann können wir auch endlich mal mit Dinos ausreiten. Vielleicht können wir uns ja irgendwie dieses Teil, was wir gefunden haben, dieses Implantat, reparieren und uns dann mal einen Sattel herstellen. Das wäre natürlich mega cool, wenn wir mal so ein Dino hier reiten könnten. Das würde uns auf jeden Fall weiterbringen. Das war es aber erstmal für diese Episode. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen und ihr fandet es spannend. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann!